Gustav Mahler ist für mich ein hochinteressanter Komponist und vor allem ein Dirigent. Also ein Mann, der ganz klar von der Praxis her kommt, von der ausführenden Praxis. Und als Komponist, aber auch als Dirigent und auch als Operndirektor für seine Zeit Bahnbrechendes geleistet hat. Der Mensch Mahler ist für mich eigentlich gar nicht zu fassen. Das ist zu viele verschiedene Facetten, zu viele emotionale Tiefgründe, Schicksalsschläge, Depressionen. Auf der anderen Seite ein herrischer und besessener Arbeiter, der auch mitunter gar nicht sensibel mit Leuten umgegangen ist, selber aber höchst sensibel war. Also die Person Mahler an sich wirklich zu erkennen, finde ich sehr, sehr schwierig. Und seine Musik gibt einem doch einen Eindruck in diese facettenreiche Persönlichkeit. Und über die Musik kann ich vieles von seinem Tun und seinem Handeln verstehen. Die dynamischen Angaben und die Phasierungsangaben sind so genau, dass man als Dirigent das auch sehr genau aufnehmen kann. Und man merkt da eben, dass der Komponist jemand war, der tagtäglich mit dem Apparatorchester zu tun hat. Also das Schwierige ist ja eigentlich, Musik so zu schreiben, dass jeder sehen kann, wie er sie spielen soll. Also dass eigentlich es gar keine Diskussionsgrundlage ist, wie lang soll der Ton sein, wie kurz soll der Ton sein, wie laut, wie leise, wie ist die Phrasierung, wie ist die Musik gemeint. Und das gut und ordentlich zu notieren, ist schon auch eine richtige Kunst, dass man versteht, wie ein Musiker, der nur seine eigene Stimme liest, denkt. Man muss schon versuchen, das möglichst im Kontext zu sehen und möglichst genau umzusetzen und möglichst sich zu überlegen, was könnte er in dem Moment damit gemeint haben. Das ist immer sehr schwierig und das ist auch immer sehr schwierig zu beurteilen, weil man weiß ja auch nicht, wann hat er dieses Nicht-Eilen dahingeschrieben. Es kann ja zum Beispiel sein, dass er die ersten Orchesterproben für dieses Stück hatte und da gab es einen Bläser, der an dieser Stelle von sich aus einfach geeilt ist und dann hat er 5-mal gesagt, nicht eilen und hat sich gedacht, ach, das schreibe ich dann mal lieber doch dahin. Oft sieht man nicht eilen und wird instinktiv langsamer, was aber vielleicht nicht unbedingt immer gemeint ist. Mahlers Sinfonien kann man ja jetzt auch schon wieder nicht mehr wirklich nur als Sinfonien bezeichnen. Also ich meine, die Sinfonie der Tausend ist Oper, Sinfonie, Chorwerk, Oratorium, alles in einem eigentlich. Ich würde das schon als großes, fast Gesamtkunstwerk bezeichnen und nicht nur als Sinfonie. Und ich glaube schon, dass es ihm gelungen ist, gerade damit ein großes Spektrum von dem, was er zeigen wollte, auch abzubilden. Ich glaube mal, dass die Tonsprache schon auch unsere Zeit sehr gut widerspiegelt mit all ihren Schroffheiten, mit ihren Facetten, mit ihren Irrungen und Wirrungen, sage ich mal. Ich glaube, dass da die heutige Zeit gerade wieder sehr empfänglich für diese Musik ist. Er hat in den Sinfonien sehr viele liedhafte Passagen eingebaut und das war für ihn doch auch als Mensch, der wirklich viel mit Gesang und mit Oper ja zu tun hatte, ganz starke Ausdrucksform, das Wort mit der Musik zu verbinden und dadurch eine noch tiefere Bedeutung und für den Zuhörer eine klarere Aussage zu erreichen. Ich glaube, er hat das Wort immer dann benutzt, wenn er ganz eindeutig auf einen gewissen Gefühlszustand hinaus wollte oder auf eine gewisse Aussage, wenn er die besonders stark und deutlich zeigen wollte, dann hat er eigentlich fast immer zum gesungenen Wort gegriffen. Gerade jetzt die Rückertlieder, das sind relativ klar strukturierte Aussagen auch, die natürlich auch Raum zur Interpretation geben. Aber ich glaube, was da die Grundaussage in jedem einzelnen Lied ist, ist doch relativ klar. Es fällt mir sehr stark auf, dass man ganz oft in der Versuchung ist, Mahler nicht wirklich wörtlich zu nehmen. Weil man denkt, das kann so nicht sein.
Das ist zu krass, das ist zu skurril, der Effekt ist zu dick aufgetragen. Und man dann versucht, das etwas zu harmonisieren, sage ich mal. Und dadurch entsteht, glaube ich, eine ganz gefährliche Soße. Ich glaube, das einzig Richtige ist dabei, Mahler wirklich 100% wörtlich zu nehmen und sich auch vor allem zu trauen, ihn wörtlich zu nehmen. Weil er hatte so viel Erfahrung, dass er mit Sicherheit das auch so gemeint hat, was er da hingeschrieben hat.